Stille Nacht, heilige Nacht. Hallo, Herr Pfarrer. Allein heute Abend? Wie könnte ich allein sein mit Gott an meiner Seite? Du bist gerade dem Kirchenchor beigetreten. Äußerst ungewöhnliche Methoden, die ihr da anwendet. Ja, aber sie zeigen Wirkung. Wirkung bei wem? Beim hiesigen Abschaum? Die Menschen hier haben alles verloren. Musik ist die himmlische Sprache der Liebe und Hoffnung, nicht Latein. Genug! Meine Kirche wird er nicht in ein Wirtshaus verwandeln. Segne mich, Vater, ich habe gesündigt. Wehe, ein Weibsbild singt noch einmal im Kirchenchor. Und von nun an wird in Latein gesungen. Sie ernten das, was Sie sehen. Ein solches Verhalten passt vielleicht zu einem illegitimen Kind, aber niemals zu einem Priester Gottes. Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Hat Gott seine Meinung geändert? Wir sprechen Deutsch und wir singen auf Deutsch. Aber er ist dein Vorgesetzter. Gott ist mein Vorgesetzter. Ich wusste, dass Sie kommen. Wenn Sie die Hoffnung bewahren wollen, dürfen Sie sie selbst nicht verlieren. Wir müssen eine besondere Weihnachtsmesse vorbereiten. Etwas Außergewöhnliches mit dem Kirchenchor auf Deutsch. Der Blasebalg ist nicht zu retten. Ohne Orgel wird das alles lächerlich klingen. Es muss aber gehen. Wenn die Hoffnung versiegt und wir allein sind im Dunkeln, erscheint ein Licht. Diese Weihnacht wird vielen noch jahrelang in Erinnerung bleiben.